Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deponia. Und Rufus schläft uns schon wieder halb ein. Ja, wir werden jetzt vermutlich schauen müssen, wo sich Gol befindet. Die dürfte ja ganz normal im Krankenzimmer sein, weil wir haben in der letzten Folge mit Cletus gesprochen. Und sie wollte ja, dass wir Cletus kontaktieren. Und wenn wir uns mit Cletus auf dieser Aussichtsplattform treffen wollen, na, wo ist die Maus? Hier ist sie. Dann müssen wir natürlich auch Gol mitnehmen, weil sonst bringt uns das Ganze überhaupt nichts. Dann gucken wir mal. Und wir müssen... Dahinter müssen wir. Genau. Dann latsch mal schön rein, Rufus. Und? Tschu! Das ist mir nicht geheuer. Da steckt doch nie und nimmer Gold darunter, oder? Da steckt doch irgendjemand anderes darunter. Es steckt aber gar niemand wo darunter. Wo ist Gold? Oh oh. Was zum... Hey, was soll das? Gizmo! Hä? Wie hat er denn das angestellt jetzt? Unter seinem Stuhl Sie kann der verschwinden? Sieh an! Hab ich dich endlich! Was soll das heißen? Ich bin's doch! Rufus! Ich weiß und glaube mir, es war nicht leicht, diesen Fall aufzuklären. Mist. Den Fall Ihres IQ-Pegels? Ich spreche von der Verbrechensserie heute Morgen. Seit dem Auftauchen dieser Frau herrscht das reinste Chaos im Dorf. Brandstiftung, Sabotage, Beamtenbeleidigung. Sie können mir nichts nachweisen, Sie Trottel. Diebstahl. Ich bin unschuldig. Oh. Okay. Ups. Lassen Sie mich das umformulieren. Wenn ich eines Verbrechens schuldig bin, dann des Verbrechens der Liebe. Ja, ich klar. Habe das alles für Goal getan. Wo ist sie überhaupt? Ist sie etwa zu sich gekommen? Nein, aber ich brauchte Platz in der Zelle. Sie ist jetzt bei Herrn Wenzel. Was? Diese undankbare Kröte. Das ist unfair. Ich habe die Elysianerin gefunden. Ich allein. Oh oh. Wer hat die Elysianerin gefunden? Das ist doch die Stimme von Cletus. Wenzel hat die Elysianerin gefunden. Wenzel, ganz allein. Wer sind Sie denn? Mein Name ist Argus. Amtmann Argus. Organon Hauptverwaltung. Oh, die Obrigkeit meiner Praxis. Und ich habe mir die Zähne nicht geputzt. Was kann ich für Sie tun, Amtmann? Ich hörte, Sie haben eine Elysianerin in Verwahrung. Das, ist eine Kommunalangelegenheit. Ach ja? Interessant. Und wenn ein Organon-Suchtrupp das Dorf in Schutt und Asche legen würde, wäre das dann auch eine Kommunalangelegenheit? Lassen Sie sich nicht einschüchtern, Gizmo. Das Mädchen ist bei Herrn Wenzel. Gizmo, nein! Sie finden sein Haus unter dem Wassertank, gleich neben dem Stadttor. Danke, Inspektor. Sie haben Ihrer Kommune gerade viel Leid erspart. So, eine Frage. Warum hört sich Cletus an wie Rufus? Ja, warum hört sich August an wie Cletus? Das gut gemacht. Schnauze! Irgendwas stimmt doch da nicht. Das habe ich mir damals schon gedacht. Sie die Stimmen so ähnlich anhören. Wie kann der da rausgehen und da hochkommen? So, was haben wir jetzt? Zellengitter. Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Ach so, wie immer. Wie immer, Rufus. Es ist der letzte Baum hier. Hoffentlich geht er nicht auch noch ein. Wo soll ich sonst meine Herbizide testen? Müssen wir mal gucken. Wir haben zumindest unser Inventar noch. Wir können zum Beispiel schauen, ob wir die Katze mit irgendwas kombinieren können. Nein. Wie ich Gizmo kenne, wird er meine Sachen noch früh genug konfiszieren. Aha. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Puh, was machen wir denn? Auf den Baum rauf, Katze? Echt, wirklich? Das klappt? Was ist das für ein Geräusch? Das ist doch... Alarm! Oh, wie süß! Oh, wie süß! Oh, wie süß! Und die schnurrt! Und die schnurrt! Schutzmodus aktiviert! Brandmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Was ist passiert? Wo brennt's denn? Oh, Herr Brandmeister, meine Katze ist auf den Baum geklettert und sitzt fest. Das haben wir gleich, junges Fräulein. Mietz, Mietz, Mietz.
Frechheit siegt. Oh, Miezi, Miezi. Ich liebe Katzen. Habe ich das schon mal erwähnt? Fällt nicht auf, oder? Nee, fällt nicht auf, dass ich Katzen mag. Okay, wir sind draußen. Und jetzt zu Wenzel, oder? Und nach Goal gucken. Und zwar schnurstracks. Dem Argus traue ich nicht über den Weg. Diese Mieze. Diese Miezekatze. Wenzels Haus. Da müssen wir ganz, ganz schnell machen. Das müssen wir springen. Wir müssen uns beeilen. Ganz, ganz Wenzel? Rufus? Was? Was machst du denn hier? Was ich hier mache? Ah, das weißt du ganz genau. Wo ist sie? Rufus, ich kann das erklären. Nein. Du mieser Verräter. Es ist nicht so, wie es aussieht. Das werden wir ja sehen. Toni! Du? Was fällt dir ein? Hierzu? Gar nichts mehr. Sieh an! Der Herr ist sprachlos. Aber egal, was du jetzt denkst, es gibt eine einfache Erklärung hierfür. Na, Toni? Was? Nein! Hab ich etwa danach gefragt? Behaltet eure unappetitlichen Geheimnisse für euch. Ich will nur wissen, wo Goal ist. Wer ist Goal? Ach. Hat dir dein kleiner Freund etwa nichts von seiner anderen Errungenschaft berichtet? Errungenschaft? Wenzel, wovon redet er? Und was soll dieser Aufzug? Naja, ich dachte... Und wer zum Kuckuck ist Goal? Niemand. Oh, wirklich. Oh. Ich meine, sie funktioniert ja nicht einmal richtig. Was zum... Wo ist sie, Wenzel? Ich hab sie in den Keller geräumt. In den... Keller? Ich sehe, ihr habt was zu besprechen. Viel Spaß dabei. Sie ist schön gezeichnet, die liebe Goal, muss man schon sagen. Die Toni meine ich natürlich. Ja, und wo ist sie jetzt? Ah, da ist ein Schrank. Seit wann ist da ein Schrank? War doch noch nie ein Schrank. Oh Gott, die Arme. Goal! Schrank, Schränken, nur eng. Ich weiß. Aber keine Panik. Ich hol dich hier raus. Oh Gott. Oh nein. Aufmachen, Organon. Sie sind doch schon drin. Keine Ausflüchte. Es besteht dringender Verdacht, dass Sie Widerständlern auf der Flucht Unterschlupf gewähren. Rufus, was hat er jetzt schon wieder angestellt? Also geben Sie es zu. Sie bleibt einfach so stehen. Von Unterschlupf gewähren kann keine Rede sein. Er platzte hier einfach rein. Gehen Sie ruhig durch. Er ist im Keller. Oh oh, jetzt aber schnell. Oh Gott, und jetzt? Ist es irgendwie versperren? Geht das? Tatsächlich? Super, für was die Wünschelrute nicht gut ist. Und jetzt? Oh Gott. Ach du Scheiße. Oh Gott! Was passiert denn jetzt? Was? Und so begab es sich, dass er superlässig das Mädchen aus feindlichen Klauen befritt und mit ihr im Schoß auf dem stählernen Ross in den strahlenden Sonnenuntergang ritt. Er küsste sie im weitesten Sinne wach und die Sache mit dem Handkantenhieb lag bestimmt am subadäquat kalibrierten Hirnimplantat. Ist doch mal Latte, Mann, es geht ums Prinzip. Ussa, es geht ums Prinzip. Oh, du könntest auch nicht so grausam. Okay, ich weiß, dass es nicht das Ende ist, von daher. Was für ein. Oh Gott, was sind wir denn jetzt? Du könntest dich ruhig mal leichter machen. Weißt du das? Schlimmer, immer schlimmer. Immer schlimmer, ja. Das kannst du wohl laut sagen. Wo sind wir hier eigentlich? Hey, das ist das alte Schrottminensystem. Damit wurden früher große Lasten direkt bis zur unteren Aufstiegsstation transportiert. Nichts für ungut, Süße.
Jetzt muss ich nur noch ein Schienenfahrzeug finden. Oh, und einen Weg, Golda rüber zu bekommen. Auf geht's! Okay, Errungenschaft freigespielt. Husser, es geht ums Prinzip. Okay, wir haben hier den Horizont. Bis zum Horizont, Tetanus, glänzender Rost und ungesicherte Stromleitungen. Es wird Zeit, dass ich hier abhaue. Okay, dann haben wir hier... Wir können jetzt mal nach hier raufgehen. Das machen wir mal. Dann gucken wir uns mal hier um, was wir hier alles finden werden. Oh-oh. Oh-oh. Ach du Scheiße. Puh, das war ganz schön tief. Aber du bist hoch. Zum Glück bin ich auf dem Rückgrat eines Idioten gelandet, der nicht so gekonnt gefallen ist wie ich. Oha, die Brücke hat es wohl zerlegt. Halb so schlimm. Ist ja nicht die erste Brücke, die ich heute hinter mir einreiße. Und Goal? Tja, was mache ich denn jetzt mit Goal? Verdammt. Tja, Rufus, das müssen wir jetzt herausfinden. Geht's hier hin zum Kran? Die bewusstlose Frau in Not sitzt auf der anderen Seite der tiefen Schlucht fest. Und hier ist ein rostiger Lastenkran, um Schienenfahrzeuge zu beladen. Da muss man kein Genie für sein. Nö. Wir sitzen jetzt da rein und karren Goal darüber. Der Kran hebt. Jetzt komm schon. Nichts. Verdammt. Egal, was dahinter auf mich lauert, ich bin vorbereitet. Ja, du wirst ihn nur nicht aufbekommen, lass mich raten. Hey, es geht auf. Eine defekte Sicherung, das bringt's ja voll. Die ist im Eimer. Weg damit. Was haben wir noch? Da ist doch noch was drin. Mehr ist wohl nicht zu holen. Ach so, da muss wohl jetzt eine... Oh Gott, wir haben gar nichts mehr im Inventar. Okay, was haben wir noch? Dann würde ich sagen, zur Tunnelpassage. Dann gehen wir da mal rüber. Das heißt, wir werden vermutlich erstmal eine Sicherung brauchen, die wir dann hier in den Kran reinpacken können. Dann laufen wir mal und gucken, ob wir diese Sicherung finden. Goal da ganz alleine zu lassen, ist aber auch nicht unbedingt schön. Ach du Schreck, was ist denn das? Das ist ein Screen, den habe ich noch nie gesehen. Weichenstellkasten. Minenbike. Nichts. Ich muss aufhören, überall Qualitätsarbeit zu erwarten. Da war noch ein zweiter Hotspot. Scheinwerfer. Oh, da ist was drin. Was haben wir jetzt hier? Eine Minebike-Lampe, okay. Ein Schrotthaufen, wenn da könnten wir vielleicht eine Sicherung werden wollte, finden. Hätte ich in Kuwak bleiben können. Ohne triftigen Grund wühle ich da jedenfalls nicht drin rum. Das heißt, eine Sicherung suchen, Rufus. Du Arsch. Okay, dann gehen wir mal darauf. Wie kommen wir eigentlich darauf? Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Aha. Aber hier können wir noch weitergehen. Ach ja, je, das sind ja ganz viele neue Screens, die ich so noch gar nicht gesehen habe. Ja, ich sag ja, ich habe die Let's Plays nie 100% komplett angeschaut. Dadurch gibt es ja doch noch viel, das ich gar nicht kenne. Huh? Wer ist das denn? Ein rostiges Abflussrohr? Ein Kaugummi? Etwas Zahnseide. Ha, das wird eine wunderbare Prothese. Tom, di dom, di dom. Wer hängt denn da oben? Auf alle Fälle ein Skelett und ein Schlüssel. Hey du, nun komm schon da runter. Ups. Ups. Uch, zu hoch. Können wir das vielleicht mit dem Skelettbein runterholen? Uch. Zu hoch. Auch nicht. Aber okay. Egal. Über Kopf zu arbeiten ist eh ungesund. Hier haben wir eine Wartungsklappe. Schon wieder eine. Ah, vielleicht können wir sie den Kran. Der Kasten ist zugeschraubt, als könnte mich eine popelige Achtkantschraube aufhalten. Naive Tölpel. Ja, da muss man natürlich nur gucken, wie man diese Achtkantschraube aufbekommt, Rufus, weil ich glaube nicht, dass wir ein Schraubenzieher oder irgendwas in der Art haben. Nicht, solange ich noch zwei eigene gesunde Beine habe. Okay, ein Versuch was wert. Was haben wir sonst noch? Wir haben noch da hier einen Spiegel. Was brauchen wir? Einen Spiegel.
Na gut, nehmen wir ihn einfach mal. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das kombinieren können. Scherben bringen Glück, aber ich brauche kein Glück. Ich habe Sachverstand. Sachverstand, du. Ja, natürlich, alles klar. Dann werden wir mal mit dem Doc hier sprechen. Wir wissen also jetzt schon, dass es der Doc ist, obwohl wir noch gar nicht mit ihm gesprochen haben. Okay. Hallo. Hm? Was? Oh, hallo. Aha. Wer bist du? Warum willst du das wissen? Bist du etwa ein Spion des Organon? Nö. Was? Ich? Nein. Mein Name ist Rufus. Ich weiß, dass ich manchmal unauffällig und bedrohlich wirke, aber... War doch nur ein Witz, Rufus. Natürlich bist du kein Spion, so wie du rumläufst. Ich bin Doc. Bastler, Schrottsammler, Ersatzwarenhändler, Neurochirurg. Mir gehört ein kleiner Laden auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Du kennst bestimmt meinen Slogan aus dem Kommunalfunk. Zylinderkopf, normaler Kopf, alles eine Soße. Komm zu Doc. Ich bin der Rufus. Ja, kenn ich. Eieiei, Rufus, was geht mit dir ab? Ich bin auch ein Bastler. Ah, ein Kollege. Ja, grins. Sehr gut. Woran bastelst du denn gerade? Grob gesagt, an einem Plan nach Elysium zu kommen. Na holla, ehrgeizig ist er auch noch. Ja, aber das gefällt mir. Hier steht ein Mann, der sich durch offensichtliche Unmöglichkeit nicht von seinem Vorhaben abbringen lässt. Genau. Der sich lieber eine blutige Nase holt, bevor er akzeptiert, dass man mit dem Kopf nicht durch die Wand laufen kann. Genau. Du bist mir sympathisch, Rufus. Immer der Sonne entgegen. Und wenn die Flügel schmelzen, eine Sonnenbrille aus dem flüssigen Wachs kneten. Genau. Ja, ich bin schon lässig. Ersatzteile und Neurochirurgie. Ersatzteile und Neurochirurgie? Seltsame Mischung. Findest du? Ich hatte eigentlich immer den Eindruck, dass die beiden Disziplinen recht nah beieinander liegen. Ja, verstehe. Kann man so sehen. Wie Genie und Wahnsinn. Wenn das ein Kompliment war, dann ist es gerechtfertigt. Mhm. Mal angenommen, ein Bastlerkollege hätte ein Problem. Also rein hypothetisch. Bastler kennen keine Probleme, nur Herausforderungen. Mein Reden. Aber Bastler helfen sich auch untereinander, wenn sie eine solche Herausforderung haben, richtig? Keine Frage. Das ist sogar die zweitwichtigste Klausel im Bastlerkodex. Gleich nach: Zeige niemals der Frau des Bastlers deine Nagelpistole, sonst zeigt er dir seine. Zwischen die Augen. Wichtige Regel. Also schieß los. Was gibt es? Wenn zum Beispiel das Mainbike nicht anspringt. Du meinst die rostige Schrottlaube da drüben? Wie reagiert sie denn? Naja, sie rattert kurz und geht sofort wieder aus. Da ist wohl mal wieder der gute alte Bremsflügelrundschaft im Dorsalrumpf-Iminator auf der horizontalen Achse invertiert, was? Ja, der Rundschaft, ja. Das passiert mir alle Nase lang. Freu dich doch, dass es nichts Ernstes ist. Für Bastler wie uns kein Thema, nicht wahr? Ist es ja auch nicht. Ich wollte nur noch mal eine zweite Meinung einholen. Also wirklich, da gibt es doch keine zwei Meinungen. Der aviale Stromumkehrer ist kaputt. Zum Glück habe ich gerade einen gefunden. Hier. Aha, der aviale Stromumkehrer also. Hey, super. Das ist ja genau das, was ich brauche, offenbar. Was ist? Soll ich dir auch noch beim Einbauen helfen? Nein, so ein Unsinn. So einen avialen Stromdingens einzubauen, das mache ich doch im Schlaf. Ja. Das ist mir auch mal passiert. Am nächsten Morgen hat mich meine Frau verlassen. Seitdem schlafe ich nicht mehr auf Wasserbettmatratzen. Ist sonst noch was? Meine Freundin ist zu schwer. So. Na, da habe ich genau den richtigen Rat für dich. Wirklich? Ja, lass die Finger von solchen Frauen. Da holt man sich nur einen Beckenschaden. Das danke. Ist nett. Ist sonst noch was? Ja, Diese letzte Frage hier stellen. Meine Freundin hat ein defektes Gehirnimplantat. Da kommst du zu genau dem Richtigen. Es muss Schicksal sein, dass wir uns begegnet sind. Heißt das, du kannst es reparieren? Und ob? Perfekt. Allerdings nicht hier. Oh. Bring sie doch einfach morgen zu mir in die Praxis auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Morgen, sagst du? Mist, das ist zu spät. Nein.
Man kann wochenlang mit einem defekten Hirnimplantat rumlaufen, ohne dass es ernsthafte Folgeschäden nach sich zieht. Meine Frau ließ sogar 2 Jahre lang mit einem verschmorten Hirnlappenchip durch die Gegend. 2 Jahre? Ja, sie hat nur noch Kauderwelsch geredet. Peinlich eigentlich, dass ich es nicht bemerkt habe. Ist sonst noch was? Nichts, was ich nicht auch allein in den Griff bekomme. Sehr gut. Selbst ist der Mann. DIY for the win. Okay. Naja, gut, den Rest lassen wir jetzt mal. Ich muss dann mal wieder. Mach es gut. Und nie ohne Schutzbrille. Und komm mich mal auf dem schwimmenden Schwarzmarkt besuchen, falls wir uns hier nicht mehr sehen. Mhm. Okay, das sollte mal fürs Erste reichen. Dann werden wir in der nächsten Folge mal schauen, wie es hier weitergeht. Ich bedanke mich auf alle Fälle fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.